Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf dem Kanal. Ja, so in der letzten Folge bei Penny und Korga hat Korga ja Dings gelernt, also Erziehung, und ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. Ja, ich müsste hier, glaube ich, gerade mal aufräumen. So. Ja, also ich gucke jetzt mal, dass wir hier ein bisschen, auf Deutsch gesagt, mal zur Sache kommen und nicht nur wild vor uns rumlabern. Du kannst aber jetzt eigentlich mal aufstehen. Kannst auch das mal abspülen. Abspülen. Kannst du, wie spät haben wir denn? Oh, 16 Uhr. Mittagessen. Mach dir mal Sandwich. Aber bitte nicht die Küche anbrennen lassen, oder? Schon wieder alles so buggy. Oh, ich hasse das, wenn das so ist, ne? Aber egal. Das soll uns ja nicht stören. Ah, okay. So. Was möchtest du machen? Achso, du räumst immer noch weg. Kannst du eigentlich mal. Wieso ist ja eigentlich keine Dusche, aber egal. Kannst du mal baden, ne? Also, in der letzten Folge, wie schon gesagt, in der letzten Folge haben wir ja Korga, ich glaube, da kommt auch, glaube ich, gerade schon, ja, da kommt er schon wieder nach Hause. Das ist super. Wie geht's dir? Du hast Energie. Super. Warum bringen die eigentlich immer welche mit nach Hause? Das nervt doch auch irgendwann. Spaß, was machst du? Okay, Musiker kannst du. Erstmal tanzen. Schlambader. Hast du ein bisschen Spaß wieder. Die Folge hier geht heute auch nicht so lange. Nur 15 Minuten. Weil ich gleich noch was anderes zu tun habe. Ich muss auch noch die anderen Folgen für diese Woche aufnehmen. Oh, ich gehe mal hier ein bisschen raus. Muss mal eben hier kurz in die Einstellungen gehen. Stimmen noch mal ein bisschen leiser. Soundeffekt auf alle Fälle. Umgebung. Und ja. Ja, ich muss gleich noch andere Folgen aufnehmen. Einmal Familie Reich und das YouTuber-Dorf. YouTuber-Dorf kam ja mittlerweile schon 2 Wochen lang nicht mehr. Und ja. Ich mal auf, dann kannst du mal baden gehen. Ach ne, sie geht, glaube ich, jetzt baden, oder? Ja, sie geht baden. Ja, ist gut, okay. Warte, ich habe doch hier irgendwo die Dusche für draußen. Wo ist sie denn? Da. Dann kann er nämlich da eben duschen gehen. Und brauchst du Spaß, ne? Dann kannst du hier mal Simoleons ernten. Kannst du hier, was haben wir jetzt eigentlich für. Ah, hier steht aber auch gerade. Doch, hier steht ein PC. Okay, du könntest eigentlich dann auch hier mal spielen. Nimm mal SSX3. Super. Freunde. Wer ist das? Klaut er schon wieder meine Zeitung? Ja, von mir aus kannst du noch ein. Achso, okay, keine Post verfügbar. Aber, so, wie schon gesagt, das müssen wir hier ein bisschen. Ach, hier können wir. Ah, 1, 2, 3, 4. Nehmen wir das jetzt einfach mal. Gucke ich mal bei Korga, ob der auch sowas schon hat. Ja, genau. Oma Suppe. Super Suppe. Nebellaufbahn. Ach, Nebenlaufbahn. Achso. Laufbahn Grill. Ruhm.
Junger Romantiker. Genau. Es geht zwar nicht lange die Nebenlaufbahn, aber das macht ja nichts. Dann muss ich aber wieder dahin. So. Sauberkeitspunkt, ja. Das hat keine Ahnung. Geh weg. Du bist duschen. Kannst du recyceln. Das gleich mit. Wie geht es dir? Okay, dann ist hier kein Licht im Schlafzimmer. Huch, falsche Taste. Huch. Ihr merkt es, dass es ein bisschen rumhakelt, aber macht mir nichts. Als erntet sie die Simoleons. Könnte es eigentlich mal. Was möchtest du? Ja, kannst du noch einen. Also ein bisschen Freude am Leben. Solltest du eigentlich nicht. Recycling. Okay. Kannst du das mal bitte abspülen? Dann kannst du die Wanne sauber machen. Säubern. Du wirst einen Sauberkeitspunkt erhalten. Was war bei ihr jetzt? Sie wollte, glaube ich, auch einen Sauberkeitspunkt haben, ne? Fähigkeit Mechaniker erreichen. Ja, okay. Ja, ist ja mal wieder typisch, ne? Nerven, ja, nichts Nerven. Arbeite mal hier am Motor. Hast ja sonst nichts zu tun, Bruder. Ich glaube, die Toilette müsste auch mal wieder gereinigt werden. Die Fahrgemeinschaft für Penny gefährdet in etwa einer Stunde. Okay. Mach das sauber, Mann. Dann geh bitte schlafen. Du hast ja sonst nichts zu tun. Mit dir müssen wir auch mal wieder weitermachen, mein Freund. Also, sie repariert das Auto gerade. Ich hoffe es doch. Machen wir mal hier ein bisschen schneller. Huch, jetzt bin ich mir erschrocken. So. Nächstes Lied. Und dann kannst du dich, glaube ich, mal von der Mutter hier mal verabschieden. Bitten zu gehen. Weiß nicht. Ah, was hat er denn? Leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin, mein Freund. Schön hinlegen und weiterschlafen. Brav. Bisschen braver, Korger. Wo ist sie jetzt? Ich habe gesagt, umschalten auf. Okay, kann es jetzt leider gerade nicht. So, was haben wir denn jetzt noch? Huch, ach. Okay, du bist zur Arbeit. Gehst jetzt zur Arbeit. Machen wir hier mal ein bisschen schneller, das sein Komfort. Ich hab doch gesagt, die soll gehen, Alter. Kannst du bitte gehen? Geht sie jetzt? Ja, hoffe ich doch. Ja. Okay. Oh, kannst du das bitte ausschalten? Das nervt mich gerade tierisch. Danach müssen wir die Wanne sauber machen und so was. So, hör auf. Huch, zu schnell. Oh. Benutzen. Also mal hier ein bisschen. Du solltest eigentlich vorhin schon mal spielen. SSX3. So, der Timer liegt neben mir. Es sind noch 5 Minuten. Und dann mal schauen. Dann nehme ich gleich noch eine andere Folge auf. Also, mit Familie Reich. Ach, genau, brav. Du sollst das eigentlich ausmachen. Aber egal.
Hast du eigentlich Freunde? Ja, Penny, Kati Singer und Andrea. So. Okay, mitten in der Nacht will auch keiner angerufen werden, das verstehe ich. Ich hasse, mag es auch nicht. Ja, dein Spaß geht ein bisschen hoch. Wir machen mal noch ein bisschen schneller hier. Damit dein Spaß noch schneller hoch geht. Ah, zur Verkäuferin, super. Könnt ihr das bitte säubern? Was machst du? Das ist super, wenn er ausschaltet. Wäre sehr nett, danke. Kannst du frühstücken? Erstmal Müsli. Kannst du das hier noch ernten? Ja. Kannst du hier mal gießen? Schlafen gehen, meinte ich. Ja. Dann kannst du. Kannst du eigentlich dann hier mal mit ihr unterhalten, Witz erzählen, umarmen, freundschaftlich. Warte, vor was hast du Angst, Alter? Weißt du was, mach das gleich. Ess du auch erstmal was, sonst fährst du mir hier nur vom Fleisch. Und ja. So, was machst du? Ich hoffe, du hast keinen Freund mitgebracht. Also einen Arbeitskollegen. Ja, kannst du das hier mal benutzen. Dann kannst du schlafen gehen. Unterwäsche. Du dann genauso. Du kannst dich dann halt morgen mit ihr unterhalten. Mit wem redest du eigentlich? Du könntest eigentlich chatten mit Dirk. Aber wie sie lacht, weil sie Geld vom Baum holt. So, weil ich mal ein bisschen mein Fremd, dass du auch was schaffst. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. In der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass meine Stimme ziemlich leise war. Aber. Okay, da war die Musik aber auch ein bisschen laut. Ich habe es jetzt ein bisschen geregelt, dass die Musik nicht so laut ist und dass man mich auch versteht. Hater hat sich angemeldet. Ja, super, dass er sich angemeldet. Wieso ist hier... Achso, weil hier das Fenster ist. Okay. Aber hier in dem Raum ist kein Licht. Wartet mal. Man reicht das mal eben kurz. So. Oder ist... Ne. So. So. So, seine Freunde, also geht hoch, danach kann er aber auch schlafen gehen, weil seine Energy ist. Warte mal, ich glaube, da hole ich mir doch mal ganz kurz schnell noch ein anderes Bett, weil das Bett da nämlich scheiße ist. Und wir haben ja genug Geld. Da, das war ja genau. Nehmen wir das. Ja, das hat mehr Komfort. Komfort. So. So, aber egal. Mache jetzt einfach mal hier so ein Bildchen, dass das funktioniert. So. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war's ja von dieser Folge. Ist zwar heute eine kurze Folge gewesen, aber nicht schlimm. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Abo und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Und in der Nähe, irgendwann gibt es auch mal wieder was anderes, also Vlogs und so, nicht nur Let's Plays. Also, es wird auch langsam irgendwann langweilig, aber egal. Ich würde sagen, das war's. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Euer Fitnessblog. Ciao.